Hey ho, hallo und herzlich willkommen zu meinem rein theoretisch vorletzten Eisvideo. Es sei denn, ich kriege Besuch oder so, dann kann sich das natürlich noch einschleichen in Videos. Aber ansonsten bin ich dann auf dem Kanal mit Ice Cream durch. Ja, das heißt, es wird einen neuen Kanal geben, noch einen zusätzlichen Kanal. Keine Panik. Grilljunkie wird es ewig geben. Ja, hoffe ich zumindest. Und ja, was machen wir heute? Wir machen Red Bull Ice Cream Rolls. Ja, und das Video ist sozusagen mein Testlauf. Wenn das perfekt wird, Leute, dann wird das der Eismachprozess dann sozusagen auch gleich Video für den neuen Channel. Wenn der soweit ist, kriegt ihr Bescheid, werde ich das verlinken alles, aber noch, ja, ist er in Arbeit, hier drin noch, aber wir legen jetzt mal los. Ich zeige euch jetzt kurz die Eismaschine, was ich habe, wo ich die Ice Cream Rolls mache, und ja, dann geht es danach eigentlich schon mit dem Video so weiter, wie sie dann auf den neuen Kanal kommen sollen. Ja, darüber gehen wir nicht. Wir gehen darunter. Hier steht die Maschine. Vielleicht haben sie schon einige von euch gesehen. Das war, ist dieselbe, wie es beim Aldi gegeben hat. Ich habe sie in eBay gefunden. B-Ware nennt sich das Ganze dann. Und die hat jetzt bloß 99 Euro gekostet. Und ja, da musste ich jetzt einfach zuschlagen, weil so eine schöne, große, runde, ja, kann ich mir einfach noch nicht leisten. Aber wie gesagt, wenn der Kanal irgendwie einschlagen sollte, dann werde ich mir dann auch noch eine größere kaufen. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an mit dem Video, so wie ich mir das dann auf den neuen Kanal vorstelle. Und am Schluss sehen wir uns natürlich hier auf diesem Kanal nochmal wieder.
Tja, Freunde, ob ich das jetzt ein so direkt verwendetes Video, weiß ich noch nicht. Also, ich denke mal, schlecht ist es ja nicht geworden. Ich muss mich natürlich jetzt mit der Maschine erst mit den Mengen und Portionen erst einmal zurechtfinden. Aber ich sag's euch, das Red Bull Eis hat was. Kommt dezent raus. Lecker. Also ich glaube, Eisrolls ist die beste Methode, Eis zu machen. Weil man da eben so extrem vielseitig sein kann. Red Bull Eis kann was. Geil. Und nein, das Bacon-Eis kommt nicht sofort, aber es wird noch kommen. Deswegen habe ich gesagt, vorletztes Eisvideo. Hey, ich bin hier voll am Schlemmen. Faszinierend. Ihr habt ja die Flasche gesehen. Zwei Stück habe ich noch davon. Also werde ich jetzt noch zwei weitere Eisvideos machen. Ja, und mal gucken, was ich mit denen mache. Was es wird, wie sie werden. Aber das werdet ihr dann auf dem neuen Ice Cream Kanal sehen. Und ansonsten denke ich mir auf alle Fälle wieder was aus, was wir grillen können. Leute, wir sehen uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Als kurzes Eisvideo. Und ihr gebt mir ein Däumchen nach oben. Okay, wir sehen uns. Tschaikowski.